Grüß Gott und herzlich willkommen bei Mürztal aktuell. Schön, dass Sie da sind. Wer seinen täglichen Kaffee in der Filtermaschine zubereitet, ist mit rund 6 Cent pro Tasse relativ günstig unterwegs. Zumindest im Vergleich mit Pads oder Kapseln. Dies ergab jetzt eine Untersuchung der Arbeiterkammer Steiermark. Während der Kilopreis für herkömmliches Filterkaffeepulver bei durchschnittlich 9 Euro liegt, sind für dieselbe Menge an Kaffee aus Kapseln oder Pads bis zu 84 Euro zu bezahlen. Rund 35 Euro mehr als noch 2009, so der Vergleich der Arbeiterkammer. Damit zu weiteren Meldungen. Heiß ersehnt ist er endlich da, der Lenz. Und alles blüht bereits, zumindest in den Gartenbaubetrieben. Wir haben Primmel, Stiefmütterchen, die Rucola, die sind Frühlingsblumen, oder die Narzissensteckerler, Tulpen haben wir jede Menge. Das ist eine große Auswahl in verschiedensten Farben. Es ist jedes Jahr erstaunlich, mit welcher Kraft die Frühlingssonne die Lebensgeister weckt. Nach dem weißen Schnee dominieren jetzt die Farben, vom zartesten Grün mit bunten Blüten bis zu zur vollen Pracht. Aber auch der Hobbygärtner sollte einiges beachten. Ja, wenn man jetzt den Garten hat, kann man natürlich jetzt einmal den Rasen mit einem groben Rechen abbrechen. Man kann Düngen anfangen. Also es gibt die Hornspäne, natürliche Dünger, Hornspäne, was man aufstreuen kann, eingießen. Und wenn der Rasen ein bisschen wächst, einmal ganz fein drüber mähen, eher hoch mähen und den Rasenschnitt kann man liegen lassen. Das ist natürlich der Kompost, der natürliche Dünger. Die Sträucher können auch geschnitten. Also alte Gräser vom Vorjahr, die können jetzt zurückgeschnitten, dass sie austreiben können. Oder genauso auch die Herbststräucher, die im Herbst blüht haben, können jetzt auch geschnitten. Und auch sonst gibt es vielerlei rund ums Thema Garten. Es gibt irrsinnig viel und immer mehr kommt es. Es gibt Kugeln in alle Farben und Arten, es gibt Figuren, es gibt Schnecken, Frösche. Das schaut irrsinnig toll aus, zu einer Blumengruppe eine Figur dazu zu stellen. Und damit kann auch Ihr Garten und Ihre Umgebung gute Figur machen. So frei nach dem Sprichwort, den Frühling gibt's nur so lang, bis er vom Sommer abgelöst wird. Genießen Sie den Lenz, ganz einfach. Ein leeres Girokonto wird teuer. Wie teuer, das hängt ganz von der Bank ab. Von steiermarkweit 28 kontaktierten Instituten haben 16 Banken für eine Studie ihre Bedingungen übermittelt. Das Ergebnis reißt ein Loch ins Börserl. Besonders teuer wird es, wenn der vereinbarte Überziehungsrahmen beim Girokonto überschritten wird. Dann fallen bis zu 18,75% an Überziehungszinsen an. Innerhalb des Rahmens verlangen die Geldinstitute 8 bis 13,75%. Laut einer Erhebung des Vereins für Konsumenteninformation ergibt sich bei den Überziehungszinsen eine Spannbreite von rund 4,6 bis 13,75%. Bei 1.000 Euro Überziehung liegt der Unterschied zwischen teurem und günstigem Konto bei rund 90 Euro im Jahr. Zur Überbrückung eines persönlichen Finanzengpasses empfehlen Experten die Aufnahme eines günstigeren Konsumkredits oder aber einen Bankenwechsel. Es gibt viele Arten von Erkrankungen. Psychische zählen zu den häufigsten der letzten Jahre. Aber auch hier gilt es zu unterscheiden. Erkrankungen spielen sich auf mehreren Ebenen ab. Also es ist im Einzelfall fast immer multikausal. Es gibt einen biologischen Hintergrund, ganz häufig zum Beispiel bei vielen Krankheiten, psychiatrischen Krankheiten, ausgeprägte Genetik, also Vererbung. Es gibt einen psychologischen Anteil, also im Sinne von Verursachung, Stichwort Stress, Stichwort Lebensereignisse, die Menschen aus der Bahn werfen. Und es gibt immer auch einen sozialen Hintergrund. Es ist ja so, dass man allgemein sagt, bei Krankheiten, das ist eine psychische Sache. Das ist eine psychische Sache, noch einmal eine psychische Sache. Kann es nicht so sein, dass durch Erkrankungen und starken Schmerzen, die einhergehen, auch, dass man auch depressiv wird? Ganz sicher. Also es ist so, dass es bestimmte Krankheiten gibt, die normale körperliche Krankheiten, die mit einer höheren Wahrscheinlichkeit einhergehen, dass man zum Beispiel depressiv wird. Und im Sinne der Schlagwort ganzheitlichen Blick auf diese Kranken sollte man da nicht differenzieren. Ja, ist ganz wichtig, dass Menschen mit psychischen Beschwerden ernst genommen werden und dass es einen großen Blick
auf diese Erkrankungen gibt, der natürlich alles sonstige medizinische einschließt. Beispiel sind Schilddrüsenerkrankungen, das ist ein Beispiel von vielen. Wenn die Schilddrüse nicht funktioniert, hat das sehr häufig auch auf einer psychiatrischen Ebene Auswirkungen. Gibt es regionale Unterschiede, was die Häufigkeit von Depressionen ausmacht? Ich glaube, Psychiatrie an sich bietet keine Grenze. Und Einzugsgebiet hätten wir also Obersteiermark, das heißt Bezirk Judenburg, Bruck an der Mur und Leoben bis Graz hinunter, wobei die stationäre Versorgung rein über Graz weiterlaufen wird. Kann man sagen, dass jetzt die Sache in Angriff genommen wurde, dass man jetzt davon reden kann, aha, ich habe eher Hilfestellung, wenn ich aus Kapfenberg, aus Dörl oder aus einer anderen Gegend komme. Ich weiß, hier bin ich gut aufgehoben. Das hoffen wir zumindest. Ja, das stimmt definitiv. Also wir freuen uns über alle von der Obersteiermark bis hin nach Wiener Neustadt, die kommen. Die Inanspruchnahme der ärztlichen Hilfe kann nur über An- und Überweisung erfolgen. Also, der Patient kann nicht einfach im Warteraum auf Behandlung warten. Er muss vorangemeldet sein. Bleiben wir beim Thema Gesundheit. Der weiße Hautkrebs ist leider weit verbreitet. In Europa sind rund 15% aller Erwachsenen ab 40 davon betroffen. Häufig bleibt diese Erkrankung auch unentdeckt. Ein neues Gerät für die Behandlung verspricht nun bessere, schnellere und vor allem schmerzfreie Behandlung. Besonders betroffen sind oft Gesicht, Nase, Ohren und die unbehaarte Kopfhaut, sozusagen die Sonnenterrassen unseres Körpers. Mit einem neuen Gerät kann man eine photodynamische Therapie machen lassen. Erforderlich ist nur eine Therapiesitzung. Bei weißem Hautkrebs gibt es zahlreiche auch operative Behandlungsmethoden. Der Vorteil dieser Behandlungsmethode ist der, dass man diese Läsionen narbenfrei zum Abheilen bringt. Eine Behandlung erfolgt recht simpel und dauert je nach Krankheitsbild zwischen 10 und 40 Minuten. Wir sehen jetzt die Behandlung. Das beginnt also einfach mit dem Reinigen und den Fetten des Gesichtes und der Vorbereitung der zu behandelnden Areale. Dann wird dieses Amelus, das ist also dieses photosensibilisierende Gel, aufgetragen und dann wird das Ganze mit einer Folie abgedeckt. Die Folie hat den Sinn, dass es also für den Patienten wichtig ist, dass er nachher nicht dem UV-Licht ausgesetzt ist. Das macht er, indem er einfach sich entsprechend dann in einem Raum aufhält, beziehungsweise eben versucht durch Tragen eines Hutes oder einer Kappe eben Sonnenschutz, also Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Und die Folie schützt dann auch vor Kälte, denn es ist auch wichtig, dass also der Patient in der Zwischenzeit dann eben entsprechend nicht besonderer Kälte ausgesetzt ist. Dann wird also diese Folie entsprechend jetzt aufgetragen, fixiert und damit ist der Patient einmal dann fertig. Der Patient kann dann entsprechend nach Hause gehen und nach 3 Stunden geht es dann mit der Behandlung weiter. Das Wirkprinzip ist jetzt eben so, dass dieses Gel sich in diesen krebsigen Zellen jetzt einlagert und dort dementsprechend einmal die Wirkung entfaltet und dann im zweiten Schritt ist es dann so, dass wir eben dann diese Bestrahlung mit einem kalten Rotlicht durchführen. Hier kommt es dann also zu einer spezifischen Reaktion dieses Rotlichtes mit diesem Photosensibilisator in diesen krebsigen Zellen und die werden dann durch diese Reaktion vernichtet. Betreffend Anti-Aging und Akne konnte man bereits erste Erfolge erzielen und auch hier kommt das neue Gerät zum Einsatz. Eines kann man sagen, die photodynamische Therapie ist mit Sicherheit eine empfehlenswerte Behandlungsalternative gegen weißen Hautkrebs. Am Freitag war es sonnig und mild in unserem Sendegebiet. Die Höchstwerte hatten mit 12 Grad schon Schanigartenniveau. Das Wochenende wird richtig traumhaft. Sonne, Sonne und noch einmal Sonne. Die Frühwerte, die liegen noch bei minus 1 bis plus 4 Grad. Die Höchstwerte steigen auf milde 12 bis 16 Grad an. Verbringen's schöne Tage, bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.